Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teambuilding. Heute Spieltag Nummer 4 gegen Iga Lima im Podium war es, glaube ich, von guten Belmont Gabriel. Wir stehen momentan 2-1 tatsächlich. Was ganz cool ist, Belly steht, glaube ich, 1-2, war am letzten Spieltag tatsächlich sehr unlucky. Wegen einem Flinch verloren, Richard wäre stolz. Und ja, tatsächlich ist das Teambuilding gegen Belly, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt gerade Montagmittag nach dem dritten Spieltag und ich werde heute am Montag schon kämpfen und morgen ist auch schon mein Spieltag gegen Kusha. Das heißt, das ist alles ein bisschen viel auf einmal jetzt. Ich hoffe, dass sich das Ganze trotzdem nicht negativ auswirkt. Ich habe mir natürlich trotzdem, ich hatte genug Zeit, alles zu planen, so ist es nicht. Ich will hier nicht irgendwie was wegschieben. Die 2 Tage wären nur Stress pur für mein Herz. Einfach 2 GPL-Spieltage direkt 2 Tage hintereinander. Ist ein bisschen viel. Und wir sehen auch schon Bellys Team. Ich sollte mir eventuell Bellys Team auch, hoppla, auch mal aufmachen. Das wäre, glaube ich, tatsächlich praktischer. Ich kann ja auch ein bisschen mehr aufs Team eingehen. Ihr habt das Ganze ja so oder so eingeblendet. Von dem her sollte das hoffentlich passen. So, wir sehen bei ihm im Team Kyurem, was in dieser Generation... Das ist ein Ficker geworden. Das war es schon vorher. Und es wurde nochmal ein größerer Ficker. Dann haben wir Kotl, Mantax, Bisaflor, Costoso, Piondragi, Doublade, Dukles, Galoppa, Flunschlick, Mythodos und Lunastein. Das ist halt so ein typisches Belly-Team, muss man einfach sagen. Das ist halt so, du siehst dieses Team und weißt du, yo, das pickt Belly. Das ist halt so 110% Belly. Es ist natürlich... Belly hat das Sonnenteam. Belly hat halt die Sonne mit Kotl und Bisaflor. Dazu hat er Kyurem. Und tatsächlich finde ich so ein bisschen bei ihm ist, wenn man schafft, Kyurem und Bisaflor so zu handeln, dann hat man relativ gute Chancen gegen Belly. Das Problem ist nur, das kann mein Team jetzt nicht so perfekt. Weil ich eigentlich dachte so, yo, Kyurem, absolut kein Problem, Motineva. Spätstef, Motineva mit den Duty Boots, damit es in Rocks potenziell immer einfach safe reinkommen kann. Ich weiß, hat keinen Roost, aber trotzdem kann mit Giga Drain vielleicht ein bisschen was gegen machen. Mal gucken. Und da habe ich gesehen, dass Kyurem auch Meteorologe kann. Und das ist halt in der Sonne dann eine 100er Feuerattacke und das tankt dann auch Motineva nicht mehr unbedingt so gut. Auch ein Grund, by the way, warum ich nicht mal unbedingt so krass mit gechoicedem Kyurem rechne. Und ja, ist ein bisschen schwierig gewesen dann im Teambuilding, weil Wiener natürlich auch eine Gefahr ist und ja... Alleine, dass das Meteorologe bekommen hat. Normalerweise wäre halt tatsächlich Kramor absolut der perfekte Switch-In. So ein bisschen tatsächlich für beide. Weil Kyurem müsste, glaube ich, Spex sein, um mich two-hitten zu können. Und Spex Kyurem geht dann wieder, weil ich dann mit einigem schneller bin, etc. Und Vino würde da nicht vorbeikommen, weil da halt beide jetzt Meteorologe bekommen haben und die Sonne da ist. Ist das ein bisschen nervig. Deswegen generell ist mein Team ja nicht unbedingt das Switch-In-Habende. Deswegen ist das alles ein bisschen problematisch. Deswegen gucken wir einfach mal, was ich denn gebaut habe. Wir haben einmal wieder Drapfel. Drapfel ist in der Hinsicht ganz gut, weil der hat eine Gesteinsattacke, und zwar Walzer. Das ist als Giga-Move tatsächlich nur eine 90er Gesteinsattacke, aber die reicht eigentlich schon, um zum Beispiel Mantax irgendwie vielleicht zu finishen, um, wenn ich mit Fliegen schon einen Speedboost bekommen habe, Kyurem zu outspeeden und dann vielleicht damit zu killen, falls ich mich nicht unbedingt in die Drachenattacke locken möchte oder falls ich eventuell die Anti-Drachenbeere erwarte, was ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen könnte. Es ist nochmal ganz gut, um Kotl vielleicht zu finishen, aber vor allem, es holt den Sandsturm raus. Und eigentlich will ich nicht mal krass auf den Sandsturm gehen. Ich meine, ich habe tatsächlich 2 Pokémon, die immun vom Sandsturm sind, mit Kramor und Golgantis. Was super gut ist, aber hauptsächlich ist es dazu da, ihm die Sonne wegzunehmen, weil tatsächlich kann Drapfel dann halt mit Gigawalzer, ich weiß gerade nicht mal, wie es auf Deutsch die Giga-Attacke heißt, kann ihm die Sonne wegnehmen, was halt wirklich ganz gut ist, weil dann ist Vino langsamer, dann ist Meteorologe, ist es halt noch eine Gesteinsattacke und keine Feuerattacke mehr, und was keine Feuerattacke ist, ist schon mal gut für mich, weil Kramo damit auch ein bisschen besser klarkommt. Und ja. Dann haben wir noch einen Sucker, der wird nämlich in der Gigaform wieder zur Unnicht-Attacke, was halt nochmal ganz gut ist, um Doublade zu two-hitten, um Duo, Sin, also Mythodos und Lunastein halt ebenfalls wahrscheinlich mit einem Two-Hit zu two-hitten. Und halt dann nochmal Outrage, einfach, es ist halt so der stärkste Move. Wenn Galoppa nicht dabei ist, kann ich eigentlich fast immer, ich meine, abgesehen von Doublade, kann ich da nicht immer outragen. Ich habe keinen Pflanzenmove, weil brauche ich nicht wirklich, weil, wie gesagt, ich treffe halt auch
Mantax oder so mit der Attacke ganz gut. Und die anderen Attacken reichen halt. Das Gute an dem Ding ist halt, er kommt halt eigentlich rein und tankt einen Move. Wenn Bisaflor nicht gerade ein Wachstum drin hat, tanke ich halt eine Matschbombe eigentlich, glaube ich, noch. Müsste ich auf jeden Fall noch tanken in der Dingsform. Vielleicht nicht unbedingt einen Ice Punch von Costoso, aber Costoso outspeed ich, denn ich bin Full Speed tatsächlich, um im Notfall mit tatsächlich Lunastein Speed teilen zu können. Ich möchte nicht seine C-Tiers unterschätzen. Denn gerade in dieser Season sollte man das definitiv nicht tun. Die können einiges machen und deswegen will ich Jolly spielen, einfach nur um notfalls mit Lunastein, falls er keinen Rock Polish spielen sollte, Speed heilen zu können. Ich kann potenziell Sucker Punchen, was auch noch ganz nett ist. Ja. Und dadurch auch spielen, weil auch Costoso und können dann mit Fliegen machen. Das Gute ist tatsächlich auch, die Giga-Attacken stellen keinen Kontakt her. Das heißt, Fluffle von Costoso wirkt bei den Attacken nicht. Was halt auch nochmal ganz nett ist. Und ja, das ist quasi erstmal Giga-Drapfel. Der ist eigentlich gar nicht so als Gameplan. Der soll eigentlich hoffentlich mal höchstens, wenn sein Kuddel dann weg ist, so ihm die Sonne vorhin letztes Mal wegnehmen, damit meine anderen Mons eventuell was machen können. So. Dann haben wir Scarf Gardo. Haben wir schon ab und an mal gebracht. Tatsächlich Modest für maximalen Schaden. Memento hatte ich jetzt schon so oft dabei und ich brauche diesen Move-Slot einfach nicht. Deswegen habe ich wieder Memento draufgepackt, um mich eventuell in eine bessere Lage zu bringen, dass ich dann vielleicht mit Freud halt eher tatsächlich den Speed-Boost holen kann mit Fliegen. Wir haben Moonblast und Psychic. Eigentlich Psychic ist halt hauptsächlich für Bisaflor, weil das Ding ist, da ich Scarf bin und mit Trace das Chlorophyll kopieren würde, bin ich immer schneller als ein Vino. Komm mal, was da wolle. Ich bin halt immer schneller als ein Vino. Und also halt ganz praktisch. Und deswegen kann ich dann mit Thunderbolt noch Mantax treffen, weil ich dachte, ich will Mantax auf jeden Fall noch treffen. Ich habe auch Psy-Kick statt Psy-Shock, um einfach Kurtel noch mal ein bisschen besser zu treffen. Und auch noch mal um Doublade eventuell, falls er switched in sollte oder so, treffe ich das halt auch noch mal ein bisschen besser als mit einem Psy-Shock, einfach wegen der höheren Defensive. Und deswegen, eigentlich gibt es sonst bei dem großartig gar nicht viel zu sagen. Es ist halt ganz gut, weil es als Scarfer auch sein Kyurem outspeedet. Und ja, ist halt tatsächlich, finde ich, gar nicht mal so kacke. Mal gucken, ob das eventuell was machen kann. Ist halt auch nochmal so als kleiner. So, wenn Bisaflor da ist, dann gehe ich halt in das Ding. Wenn ich safe reinbekomme natürlich, oder wenn ich eine Pflanzenattacke predikte gegen Golgantis oder so, dann kann ich halt hier reingehen und bin dann auf jeden Fall schneller. Dann gehen wir weiter zu Cramor. Cramor ist hier tatsächlich komplett speziell defensiv, weil der soll ein bisschen Vino aufhalten, der soll eventuell ein bisschen Mantax aufhalten. Oder einfach, er soll ein bisschen Switch-ins versuchen. Er soll auch ein bisschen Kyurem handeln. Ich muss halt gucken, dass ich irgendwas in diese Mons reinwerfen könnte. Und wenn das nicht gerade jetzt Meteorologe in der Sonne ist und dann Specs oder Life-Orb so von Kyurem oder so, dann ist tatsächlich Cramor noch ganz gut, weil der kann halt Kyurem dann handeln, wenn es nicht gerade Specs Ice Beam ist. Und wir haben dazu noch Iron Head. Ich habe tatsächlich keinen Body Press, denn Iron Head ist stärker, da ich speziell defensiv bin. Denn ich will natürlich auch nicht, dass Kyurem sich jetzt mit dem Drachentanz hochboostet, weil dann habe ich auch ein Problem, weil mir fehlen in diesem Team halt abgesehen vom Sucker Punch die Prios und das Ding hat dann Eisspeer und der ist halt auch kacke. Deswegen Iron Head, weil das tatsächlich Kyurem, er macht ihm ganz guten Schaden, sagen wir einfach mal. Das macht ihm tatsächlich, glaube ich, knapp 40-50% ungefähr. Und dann kann ich halt verhindern, dass er sich ewig hochboostet, was dann halt auch wieder ganz nett ist. Und eine physische Attacke tanken halt auch nochmal ganz passabel. Haben auch Unnerf, by the way, nochmal drauf. Einfach nur, damit er eventuell keine Beere runterbekommt. Er hat auch wieder keinen Bedrohermon oder nicht immer unbedingt einen Mon, mit dem er mir so die Werte senken möchte. Und deswegen finde ich tatsächlich, Unnerf ist hier ganz praktisch. Einfach nur, um zu verhindern, dass halt zum Beispiel Kyurem dann eine Beere frisst. Oder auch eine Barbiri-Beere zum Beispiel. Oder halt eben eine Citru-Beere oder eine 33%-Beere oder sowas. Dann haben wir U-Turn einfach, damit ich dann eventuell nochmal die Switch-Advantage bekommen kann. Zusammen mit Roost und Leftovers, einfach um mich so gut wie es geht gegenheilen zu können. Und Tailwind. Ich habe tatsächlich Tailwind rausgeholt, weil ich den noch ganz gut fand. Vor allem in Kombination mit Elisadan, zu dem wir, oder auch mit Barakiefer, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und da ist eventuell mein Plan halt, einen Tailwind rauszuholen und damit U-Turn rausgehen oder Cramor droppt. Und dann habe ich, glaube ich, wie viel? 4 Runden. Wobei, wenn ich Tailwind einsetze und dann U-Turn und dann sterbe, ist die eine weg. Das heißt, ich hätte noch 3 Runden im Tailwind und das kann halt definitiv viel ausmachen. Gerade wenn ich mir angucke, wie gut Barakiefer gegen ihn ist. Und ja, wir gucken einfach mal, ob Cramor das alles so ein bisschen handeln kann. Wird schwierig, aber ja, gucken wir einfach mal. So, dann haben wir Barakiefer. Der ist Life Orb. Denn
Adamant Life Orb, erstmal ich outspeede alles, was jetzt nicht gerade ein Scarfer ist. Scarfer würde ich eh nicht outspeeden. Ich glaube, Galoppa kam auf 172, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, ich könnte 153 machen. Ich habe jetzt aber mal 175 gemacht, weil meinen letzten Teambuildings habe ich halt auch immer. Also, ich habe halt quasi immer die, wie soll man sagen, auf einen Speedcreep gespeedcreept, quasi, wenn ich es musste. Und nur falls er jetzt zum Beispiel eben wegen einem bestimmten Wesen diesen Speedcreep ebenfalls speedcreepen will, habe ich 175 drin, weil es dann einfach besser ist, da ich dann mit den 175 diesen Speedcreep eben auch noch outspeeden kann. Wir haben Liquidation, macht halt gegen vieles guten Schaden, wenn die Sonne nicht da ist, gegen Kurtel, es macht ganz guten Schaden gegen Doublade zum Beispiel, wobei ich da auch einen Drillrun habe, genauso. Also eigentlich ist Liquidation eher so ein Move, wenn ich irgendwas safe brauche. Ich treffe Lunastein damit halt nochmal sehr effektiv. Ich treffe vor allem auch Flunschlick, was ganz gut ist, um nochmal mit dem Step, den ich missen kann. Dann habe ich Psychic Fangs, weil tatsächlich, wenn keine Sonne da ist, kann das Vino one-hitten. So, ich glaube, es one-hittet sogar safe, wenn er kein KP-Investment spielen sollte. Und wenn er eventuell mit Gardevoir Speed heilen möchte, müsste er Timid Full, könnte er kein Invest spielen. Das heißt, Psychic Fangs können da auf jeden Fall killen. Drill Run haben wir nochmal, um, falls die Sonne kommt, Kotl eventuell so zu two-hitten können. Two-hitten zu können. Pion Draghi treffen wir noch. Und wir treffen auch noch Doublade nochmal sehr effektiv. Und Close Combat, weil wir treffen mit Close Combat auch nochmal Costoso sehr effektiv. Wir treffen Kyurem sehr effektiv und können Kyurem eventuell sogar one-hitten. Je nachdem, wie viel Investment er halt hat. Das heißt, der Fisch kann eventuell ein paar Kills claimen. Und er ist halt auch einfach super fast so. Er ist schnell. Ich kann den Adamant spielen mit Life Orb. Das ist halt Damage-Output, den ich mir hier potenziell geben kann. Dann kommen wir zu den letzten zwei Mons. Und da habe ich tatsächlich nach dem Gen nochmal was umgeändert. Zum Glück hatte ich da selber nochmal die TPs bzw. TMs. Und da hätten wir einmal Gorgantis, der MVP vom letzten Match. Ich hatte hier statt Tarnsteine wieder Rock Polish drauf, weil ich mir auch dachte, Rehornio hat super gut gegen Belly funktioniert von Taps. Und so ein plus zwei Boden, das Ding wäre halt schon ziemlich geil, aber ich glaube halt auch nicht, dass Belly das nochmal zulässt. Und mir sind die Rocks gegen Belly viel zu wichtig, dass ich darauf verzichten möchte. Er wird es eventuell legen. Ich meine, er hat mit Kurtel und Flunschlick, ich glaube eher weniger, dass es vielleicht auf Lunastein spielt, aber selbst wenn da, bekommt er eventuell die Rocks raus und ich habe keinen Defogger. Mich stört es jetzt nicht ganz so krass, es ist halt ein bisschen nervig, die Rocks, aber ich möchte halt eventuell sein Kyurem anditschen mit den Rocks. Mantax wird wahrscheinlich die Boots tragen und generell mit Rocks einfach ein bisschen Passivschaden draufkriegen, gucken, ob Mythodos dann halt Magic Guard hat oder Magic Mirror, ich weiß gerade nicht, also die Fähigkeit, wo es halt keinen Schaden bekommt durch solche Attacken oder durch solche Hazards. Und deswegen dachte ich, sind mir die Rocks tatsächlich lieber, als dass ich mir nochmal einen +2-Speed hole, vor allem weil ich hier auch nicht unbedingt zum Schwächenschutz kommen werde, weil ich werde kein Eisbeam von Kyurem tanken können. Ich werde... Da ist ein Shadow Sneak von Doublade, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Da ist ein Knock von Pion Draghi und vielleicht spielt er Luftballon Pion Draghi oder Antibodenbeere Pion Draghi. Und deswegen dachte ich mir, sind mit Rocks tatsächlich lieber. Und ich will ihn eher so ein bisschen denken lassen, da könnte jetzt Rock Polish kommen. Und dass ich dann eben Stealth Rock lege, weil mit EQ, Thunder Punch und Shadow Punch, da ich auch Iron Fist habe, kann ich doch ganz gut Schaden machen. Wir haben genug Invest im Speed, um wichtige Sachen zu outspeeden. So, die wir outspeeden müssen. Wir haben EQ, wie gesagt, so. Ich meine, mit meinen beiden Steps treffe ich alleine das komplette B und das komplette C sehr effektiv. Nur mit meinen zwei Steps. Thunder Punch ist dann nochmal für Mantax. Vino hat EQ. EQ gegen Costoso. EQ gegen Kyurem und EQ gegen Torkoal. So, das Ding ist halt gut. Wir haben deswegen auch die Colberberry tatsächlich drauf, weil ich mir dachte, ich möchte eventuell einen Dark Lariat von Costoso ganz gut tanken können. Nock von Pion Draghi wäre vielleicht ganz gut, wenn ich den auch noch tanken könnte. Und deswegen soll der eventuell ein bisschen Damage outputten. Er soll aber einfach vielleicht im 1v1, dass wir die Rocks eher traden, weil ich die Rocks doch dann ganz gerne auf meiner Seite hätte. Dann gehen wir weiter zum zweiten oder beziehungsweise zum letzten Mon und das ist Elazard. Der feiert seine Rückkehr nach dem zweiten Match. Hatet ihr nicht, diesmal ist ein cooleres Set. Und zwar ein Assault Vest Elazard. Ich hatte hier auch tatsächlich erst Dark Pulse drauf, aber habe mich dann jetzt doch nochmal für die U-Turn entschieden, einfach weil Flunschlick ist halt eigentlich immer ein sehr, sehr guter Switch-In für das Ding. Selbst wenn es Surfer hat, Flunschlick tankt das halt ganz gut und deswegen kann ich dann eher raus U-Turn und dann halt in Barakifa gehen oder in Drapfel gehen und meine Pflanzenattacke vortäuschen. Eher wahrscheinlich Barakifa tatsächlich.
Und deswegen habe ich eher U-Turn gespielt, weil es einfach besser ist. Vor allem, wenn ich die Rocks rausbekomme, kann ich so mit halt auch immer mit U-Turn von Kramo und von Elisard vielleicht ein bisschen rumspielen und ihn dann zu Switches forcen, was halt vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Wir haben einen Thunderbolt. Ist halt gut, Mantax könnte ein Problem werden, wenn Gardevoir und Elisard weg sind. Also ich meine, ich habe immer noch Drapfel und auch den Thunder Punch of Golurk, aber trotzdem, ich habe keinen Bock, dass das gefährlich oder nervig wird. Deswegen Thunderbolt, Weatherball haben wir selber drauf, denn wenn er die Sonne rausholt, dann kann ich halt mit dem Weatherball Vino One-Hitten. Ich kann Doublade One-Hitten, was ganz gut ist, vor allem, weil er kann nicht Shadow Sneaken, da ich ein Normal-Type bin. Und wir haben noch einen Focus Blast, denn damit treffen wir auch nochmal Kostoso sehr effektiv. Wir treffen Hyurim sehr effektiv. Denn ich habe auch Solar Power. Ich habe für Mantax als Switch-In eigentlich Skinner oder auch Gardevoir, weil es kann ja auch H2O-Absorber kopieren und dann müsste er Toxiken. Und dann ist wieder die Frage, kommt Kramor mit dem Toxic so rein? Und deswegen habe ich Solar Power, denn dann bekomme ich quasi ein Specs in der Sonne und ich kriege jeden Turn halt einen Achtel Schaden. Das mit dem Schaden ist natürlich ein bisschen nervig, aber wenn er die Sonne rausholt, er hat ohne sein Vino in der Sonne und ohne den Scarfer kein schnelleres Mon als Elisard. Und das ist halt schon ziemlich krass, weil so Galoppa ist sein schnellstes Mon. Und Solar Power Elisard mit Thunderbolt, ich muss halt leider Timid spielen, damit ich Galoppa outspeeden kann, kann da schon ordentlich reinböllern. Und ja, mal gucken, ob das eventuell was bringt. Die Assault Vest ist nochmal da, weil ich dann Earth Power, sowohl Specs als auch eine Life Orb Earth Power von Vino halt tanken kann und dann zurückschlagen kann und die zwei Mons, eins davon auf jeden Fall mal rauskriegen, wäre halt schon mal ziemlich geil. Und ja, mal gucken, ob Elisard da eventuell was macht. Wie gesagt, macht halt einfach super guten Schaden und wenn er nicht gerade einen Scarfer hat, ist das halt super gut. Ich meine, ich kann gegen Mantax kann ich immer raus U-Turn, weil er da halt niemals eigentlich drin bleiben würde, wenn er nicht gerade die Anti-Dingsbeere hat. Aber dann ist auch wieder die Frage, was will Mantax machen? So, er kann halt scalden, weil er wahrscheinlich mit Solar Power rechnet. Ich gehe davon aus, dass er damit rechnet. Aber trotzdem macht ein Scald halt nicht viel Schaden. Und wenn, dann müsste er Toxiken. Und dann ist halt eher wiederum Skinner der Play. Und dann kann ich wieder U-Turn. Und dann auf das Scald vielleicht in Gardevoir reingehen. Also mal gucken, ob das Ganze hier funktioniert. Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Match. Wenn ich es schaffe, die zwei gehandelt zu bekommen. Ich darf natürlich auch die anderen nicht unterschätzen. So ein Rock Polish Call Mine Lunastein könnte gefährlich werden. So ein, ich weiß nicht, ob das Ding auch schon Säurepanzer kann oder so. Ich meine, zum Glück hat es keine gute KP-Basis, das Mitodos. Könnte nervig werden, so ein SD Galoppa könnte nervig werden. Oder auch ein Piondragi, deswegen auch nochmal Boleobeere halt einfach, um das ein bisschen besser tanken zu können. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Match. Für euch kommt das morgen, glaube ich, um 12 Uhr. Müsste um 12 Uhr, glaube ich, sein. Für mich ist heute Abend der Spieltag und morgen dann direkt der nächste gegen Kusha. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich oder morgen, wahrscheinlich ja morgen, das Teambuilding gegen Kusha auch noch aufnehmen, damit ich das erste Match ein bisschen zacken lassen kann und dann auch drauf eingehen kann. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag. Ich glaube, Belly macht auch Teambuilding, deswegen guckt auf jeden Fall mal nochmal Belly vorbei. Ich bin nämlich auf jeden Fall gespannt, was er dazu sagt. Ich finde, wir haben ein ganz gutes Matchup. Es ist nur sehr schwer, Kyurem zu handeln. Ich glaube, Kyurem ist halt so das gefährlichste Mon gegen mein Team. Wenn Spexis geht, weil ich dann potenziell drei Mons habe, die schneller sind und ihn dann halt potenziell auch one-hitten können. Und deswegen gucken wir einfach mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstag und man sieht sich morgen hoffentlich zum Kampf. Bis dann und ciao. Hi und willkommen zur Endcard. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen und mein Dank gilt auch den Kanalmitgliedern, die hier jetzt aufgelistet sind. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Kanal supportet. Links kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und das empfehle ich wirklich und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung jetzt am besten zu dir passt. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Resttag und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.